Ja, da sind wir wieder. Eine Woche ist jetzt her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben. Und ich erinnere mich daran, dass wir zuletzt ein Codebuch suchen sollten. Ich guck mal nach. Edis Feuerauge bat mich vom Südwall in Balmora ein Codebuch von jetzt hätte ich fast Schrotthilde gesagt. Sott, wie auch immer, Sotthilde zu, wie auch immer. Ja. Um kurz zu erklären, warum ich jetzt eine Woche lang nicht aufgenommen hatte. Erstens hatte ich ja genug Parts zum Hochladen, dachte ich zumindest bis auf die letzten 3 Tage. Und außerdem war ich ja nebenbei das Let's Play Serious Sam am Aufnehmen mit Torte und Dex. Was jetzt abgeschlossen ist, da müssen nur noch die letzten Parts hochgeladen werden. Ja. Und am Wochenende mache ich ja sowieso nichts. Normalerweise, jetzt habe ich gerade noch nichts vor, Na weil ich los. nämlich noch nicht feiern bin, das bin ich nachher erst. Und da sind wir auch schon, Sotthilde. Ich grüße euch Bürger, ich bin Sotthilde, willkommen in Balmora. Wir sind eine Stadt, die Haus Lalu nahesteht und treue Bürger des Kaiserreichs. Was kann ich für euch tun? Wir möchten ein Codebuch. Was für ein Codebuch? Über so etwas würde ich mit euch nicht reden. Ja, mal gucken, ob 100 Draken wirken. Das ist angemessen. Codebuch. Gut, mein Freund, ihr wisst von dem Codebuch. Ich möchte keinen Ärger mit euch, also nehmt es einfach. Sagt nur niemanden, dass ihr es von mir habt. So einfach ging das. Ich habe übrigens mir heute Vormittag, nein, heute Mittag, ich bin ja erst um 1 Uhr aufgestanden, ein Video angesehen zu den neuen Ja. wie Overhaul-Mods zu Morrowind, sprich Mods, die Grafik aufbessern. Und ich bin echt am Überlegen, ob ich die Ich vielleicht für höre das Let's zu. Play hier Bitte sprecht. installieren soll. Nun, nun. Habt ihr das Codebuch schon gefunden? Ich warte schon zu lange darauf. Wir sind auch vorhin erst losgegangen. Schön, dass ihr das Codebuch habt. Kelas, übergebt es und ich werde es euch bezahlen. Jetzt fällt mir gerade ein, wir hätten auch mal reingucken können. Aber was passiert, wenn ich auf Behalten klicke? Wir übergeben es einfach. Da habt ihr eure 50 Drakenkehlers. Die Gilde braucht mehr Leute wie euch. Folgsam und effizient. Wenn ihr noch mehr Befehle wollt, fragt einfach. Toll, 50 Draken und 100 haben wir bestochen. Höh, 50 minus. Welchen Rang seid ihr? Da könnten wir auch mal nach einer Beförderung fragen. Ihr habt die Anerkennung der Kriegergilde Kehlers. Ihr seid nun Schwertkämpfer. Wir sind noch nicht bereit. Eure Aufgaben und übt eure Fertigkeiten. Ihr seid noch nicht bereit. Wir holen uns nächste Befehle. Hey, Laviane, Desele schuldet einem unserer Klienten 200 Draken. Bring mir Deseles Schuldgeld. Helviane, Desele betreibt eine Taverne in Suran. Sie schuldet Manos Otrelet einem unserer Klienten 200 Draken. Bring mir das Geld und ihr könnt die Hälfte davon behalten. Gut. In Suran. Ich war mir eigentlich sicher, dass ihr Wie kann ich danach euch eine andere Aufgabe kommt, Reichtum aber dann ohne fahren wir jetzt Menschen? nach Suran. Ich glaube, mit dem Schlickschreiter kamen wir da gut hin. Oh, und ich finde das immer noch so herrlich, dass wir jetzt die Schuhe haben. Da sind wir viel schneller mit. Und ich könnte auch mal eben meinen Wecker stellen. Warum Ja. gehen, wenn ihr auch reiten könnt? Timer. Auf, nein, keine Uhrzeit, ich will kein Timer, ich will eine Stoppuhr, so. Nein, auch nicht, doch, ein Timer. Okay, 15 Minuten, passt. Und Start. Dann wollen wir mal nach Suran. 23 Draken. Boah, ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, hier war ich bisher noch nicht. Wird sich zeigen. So, eine Taverne war es, glaube ich, ne? Ausstatterin. Haus der irdischen Freuden. Oho. Eine rote Laterne schon davor. Da will man natürlich reinsehen. Ja. Reist jetzt nicht zu weit mit mir. Kann man die anderen labern? Seid gegrüßt, es ist immer schön, einen anderen Bretone zu sehen. Lebt Ich wohl. könnte schwören, dass es hier irgendwo ist. Ah, wolltet ihr etwas? Das Pfeifen war jetzt nicht ich.
Helviane, die Seele. War die das nicht? Kinjasi. Eine nackte Katze. Ich bin mir sicher, dass die so hieß. Schuldgeld. Ich versuche nur, meinen ehrlichen Geschäften nachzugehen und die Carmona Tong fordert andauernd Geld zu meiner Sicherheit. Und wozu dient es wirklich, um mich vor Orwas Drains Schlägern zu schützen? Dazu dient es. Ich zähle jedenfalls nicht. Wir könnten überreden. Oder versuchen herauszufinden, wer Orwas Drains ist. Ich glaube, wir machen da was mal mit dem Orwas Drains. Wer ist denn Orwas Drains? Kann man hier irgendwie... Na, die sagen alle gar nichts. Na, auch gut. In Ordnung, ich höre. So, Drogen werden ja auch konsumiert. Eine Skoma-Pfeife haben die. Was gibt's hier oben? Die sagen alle gar nichts. Toll. Orwas Drains. Wer ist denn Orwas Drains? Wenn ich wüsste, wer Orwas Drains ist, könnten wir eventuell auch den Typ mal anlabern. Aber dafür müsste man erstmal rausfinden, wer das ist. Komischer Hafen. So groß ist Suran noch gar nicht, oder? Suran Sklavenmarkt. Sklavenmarkt, ein Freudenhaus. Die Stadt gefällt mir. Wir gehen mal in den Sklavenmarkt. Vielleicht kann man sich da ja irgendwie so ein Kajit kaufen. Wir haben ja genug befreit, dann kann man sich das auch mal erlauben. Wortgewandtheit hat sich auf 16 Punkte verbessert. Sehr schön. Vielleicht können wir das auch mitnehmen. Wie? Allerdings zu viel. Toll. Wir könnten... Ach nee, wir haben ja noch die ganze Rüstung hier. Die könnten wir ja mal eben hier bei diesem Rüstungshändler verkaufen, den ich da gerade gesehen habe. Hier. Schmied. Okay, Schmied hört sich jetzt nicht unbedingt nach Rüstungsschmied an, aber vielleicht vielleicht kauft er ja auch Rüstungen. Ja, der hat hier immerhin welche liegen. Der zieht ja dann auch bestimmt wieder an. Wettig. Handeln. Und zwar verkaufen. Wie, hat er überhaupt genug Geld? Wahrscheinlich nicht. Wir verkaufen das und das und das und das und das und das und das und... Nein, das nicht. Wiegt schon zu viel. Nein, ist schon zu viel. So. Wert. Steinhandschuh, Kyros der dunklen Bruderschaft, den behalten wir mal nochmal kurz, weil... Davon vielleicht noch einen 854 und dann versuche ich das auf 900 zu kriegen. Bezweifle ich aber, dass das... Oh, doch, klappt. Ja, und jetzt hat der Typ das auch schon an. Ah, habe ich es doch gewusst. Ein Ork mit dunkler Bruderschaftsklamotten. Und hier ist ein Redoran-Wache. Nein, hier Lalu. Oh. Natürlich können wir uns daran nicht bedienen. Aber wir können ja lesen. Das Spiel ist Falschen. Fertigkeit Falschen hat sich auf 7 Punkte erhöht. 2920 Falschen hat sich auf... Nein, Kurzwaffe hat sich auf 21 erhöht. Sonnenuntergang. Ich glaube, das war auch so ein Band, der eine Menge... der immer Erfahrung bringt. Da gibt es mehrere von. Und wir suchen immer noch Orwas Drehens, fällt mir gerade ein. Aber den können wir ja gar nicht danach fragen. So, wir haben unsere Sachen repariert. Vielleicht hat er jetzt wieder Geld. Ja, ein bisschen. Dann können wir ja... Eigentlich ist das dumm gewesen, die Sachen hier an ihn zu verkaufen, weil er uns ja gar nicht so viel Geld dafür gibt. Können wir lieber nach Caldera... zu diesem, wie ist er noch, Scamp, wie auch immer. Noch ein Buch, Eis und Chitin. Leichte Rüstung hat sich auf 33 verbessert. Schön. Eine Menge schöne Bücher hier. Ist bestimmt auch was wert, ja? Ja, und das nehmen wir jetzt aber mit.
ein Säbel. Ja. Nee, Kuhschwert. Wir gehen jetzt einfach mal hier hoch und wieder raus. Und dann gucken wir, dass wir irgendwie die Rüstung vielleicht, ja, gar nicht verkaufen. Die verkaufen wir dann in Caldera. Wie viel wiegen wir denn jetzt noch? 336. Dann können wir auch das Buch mit... Nee, wow. Hä? Ach, soll doch mal die Wache machen. Oder? Komm, put. Und tot. Ja, wie komme ich jetzt hier raus? Am besten so. Nehmen wir. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die Truhe nicht aufkriegen, weil das Schloss zu komplex ist. Aber ich probier's einfach mal. Ja, wusste ich's doch. 3500 Draken haben wir jetzt. Schön. Da ist Kaguti-Haut. Ja, komm, nehmen wir mit. Ab nach unten. Und hier müsste ja eigentlich so ein Typ sein, der was verkauft, ja. Hier sind ein paar Bücher. Interessiert uns nicht. Bringt auch nichts. Boah, das blendet ganz schön, wenn man die auflacht. Boah. Sputet euch. Ich habe nur wenig Zeit. Vulkanglasdolch, Ebenerzarmschiene, 5000 wert. Boah. Nicht schlecht. Boah. Heiliger... Oh nein, den wollte ich auch gar nicht kaufen. Heiliger Bimbam. Vulkanglasdolch. Boah. Ja. Ich guck mal, wie viel Geld der uns dafür gibt. Der ist 1000 wert und der will uns nur 346 geben. Ne. Das kannst du knicken. Damit er den wieder für 1000 verkauft. Auf keinen Fall. Aber wir müssen echt mal Tränke brauen. Damit wir die ganzen Zutaten loswerden und mal ein bisschen Geld damit machen. Aber hatte der Sachen zum Brauen? Der hat nichts. Nein. Dann hauen wir wieder ab. Der Rüstungsschmied hat wahrscheinlich auch nichts. Was war das hier? Ausstatterin. Ein Ausstatter müsste doch eigentlich sowas haben, oder? Gehört doch zur Ausstattung. Eure Fertigkeit Schütze hat sich auf 6 Punkte verbessert. Gut, dass wir nie einen Bogen verwenden. Deswegen bringt uns das auch so viel. Ja. Stahlpfeil. Schön angeordnet. Sprecht, hast du das? Zu mir. Ja, dann sprechen wir mal. Nein. Nö. Gibt's hier oben was? Bücher. Nö. Dann gehen wir wieder. Aber nicht hier, sondern unten. Oh, das ist so herrlich mit diesen Stiefeln. Elvil, Vidron. Wir suchen immer noch Orvas Drehen, oder wie der hieß. Was war das hier? Sklavenmarkt. Da war das Buch, oder? Oh, und wir waren auch nicht hier, sondern wir sind oben reingegangen. Ich meine, hier wäre das Buch gewesen. Ja, da. War doch jetzt das, was wohl viel wert war, oder? Ja. Extravagantes Hemd, was haben wir denn? Ein gewöhnliches Hemd. Ja, da tauschen wir einfach mal aus. So. Extravagantes Gewand.
Müssen wir mal gucken, wie das so aussieht, ob das schöner ist als unseres. Ja. Also ich würde fast sagen, das gefällt mir besser. Ja. Oh. Da ist ein Sklave. Da ist ein Sklave. Angonia scheint hier ziemlich unterdrückt zu sein bei Morrowind. Hauptsache die Silberteller hier rumstehen. Und in den Zellen stehen die Sklaven. Drana Saratram. Man sagt, Orvas Drehen geht jetzt mit eiserner Hand gegen entflohene Sklaven vor. Er hat Kopfgeldjäger angeheuert, um denen auf die Schliche zu kommen, die den Entflohenen Hilfe leisten. Drana Saratram, Orvas Drehen. Ja, wenn ich denn jetzt mal wüsste, wer Orvas Drehen ist. Hä? Jakob, was tut ihr hier? Was kann ich für euch tun? Nein, es gibt keine Möglichkeit zu fliehen. Ich bin ein Sklave, ich diene meinem Besitzer und Meister, auf dessen Befehl ich putze, bereite Nahrungsmittel zu, besorge und trage alles Nötige, kümmere mich um Kauf und Verkauf und übernehme alles, was meinem Meister zu anstrengend oder zu niedrig ist. Der weiß auch nichts von diesem komischen... doch, da steht was von was drin. Elinu Saren ist Priester des Tempels in Suran Abon Auran aus dem Haus Lalu. Der Fürst von Suran lebt in Haus Oran. Ashunmanu Ereisha ist Wirt des Handelshauses. Helviane Desele gehört Deseles Haus der irdischen Freuden. Nevena Ulis, die Großmeisterin des Lalugrates, bewohnt Haus Ulis. Auf der anderen Seeseite zu den Plantagenbesitzern im Südwesten gehören Orvas Drehen von der Drehenplantage, Rovone Avel von Haus Avel, Dire Arano von der Arano-Plantage und Gurak Grobagrat von der Grobagrat-Plantage. Also ist Orvas Drehen ein Plantagenbesitzer im Südwesten von Suran. Und meine Hand friert gerade ein. Nein, sie friert nicht ein, sie schläft ein. Hahaha. So lässt sich hervorragend spielen, nicht? Was hat er jetzt gesagt? Südwesten? Ja, nie ohne Seife waschen. Das wäre dann hier. Nervt das. Schön die Hand eingeschlafen. Und ausgerechnet die, mit der ich spielen muss. Hier müssten die Plantagen sein. Haus Oran. Ich suche aber Haus Drehen. Oder wie auch immer. Die eigentlich hier irgendwo in der Richtung sein müssten. Wir können sie uns auch ganz einfach machen, die Olle einfach zu überzeugen, indem wir ihr Geld geben. Und so dann halt damit bezwecken, dass sie uns die Schulden gibt. Dadurch würden wir aber wahrscheinlich wieder Verlust machen bei der Aufgabe hier. Und noch dazu... Och, beenden. Und noch dazu... Och Mensch. Ich will jetzt erstmal das Wasser raus hier. Noch dazu würden wir wahrscheinlich mit diesem Orvas Drehen hier noch eine Quest kriegen, die ich unbedingt haben will. Und warum soll man die nicht machen, wenn es denn eventuell ganz spannend ist? Da haben wir wieder so eine Dwemer-Ruine. Irgendwo hier müssten noch die Plantagen sein, oder? Wenn ich das hier so sehe und das mal vergleiche mit den Sachen, die ich vorhin im Mod gesehen habe, dann würde sich das echt anbieten, den Mod zu installieren. Also, diese Mod, die macht einfach die Landschaft wesentlich anschaulicher. Fasst euch also kurz. Der hat doch bestimmt eine Quest. Ich grüße euch, vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich sollte meine Geschäftspartnerin hier treffen, doch habe ich mich verspätet und es sieht so aus, als wäre sie ohne mich nach Molagmar weitergezogen.
Ja, meine Partnerin Vanira und ich waren auf dem Weg nach Molagmar, um dort Geschäfte zu machen. Doch ich wurde aufgehalten und es scheint, dass sie ohne mich aufgebrochen ist. Ich bin etwas überrascht, denn es ist eine recht gefährliche Reise. Ich habe gehört, dass die Straße von gefährlichen Kreaturen Kreaturen bevölkert ist und ich befürchte, ich schaffe es nicht alleine. Wäret ihr vielleicht bereit, mich zu eskortieren? Ich habe wenig, womit ich euch für eure Mühe entschädigen könnte. Doch wenn wir Vanira treffen, sollte sie euch eine angemessene Belohnung geben. Ne, jetzt gerade ist das ganz schlecht. Aber wir können es uns ja für später merken. Ich habe mich entschieden, Poro Mastor nicht nach Molagmar zu eskortieren. Ich muss mich um andere Dinge kümmern, die wichtiger sind. Können wir die jetzt noch machen? Nein. Ja, egal, was soll's, drauf geschissen. Passiert. Aschekartoffel. Ach komm, ist ja fast nichts wert, und bevor wir hier als Dieb beschimpft werden. Was wollt ihr? Drom, das ist auch wieder so eine Familie hier. Die Raras Bauernhaus. Das erinnert mich gerade an die Szene, wo ich mich umdrehe und auf einmal diese Händlerin neben mir steht. Skriptocken voller ist. Ja, da bedienen wir uns einfach mal. Was das Zeug halt so. Denke ich. Das passiert, wenn man sein Haus nicht abschließt. Aber wir sind ja heutzutage alles ehrliche Menschen. Da vertraut man ja auf das Gute im Menschen. Da braucht man doch sein Haus nicht mehr abschließen, oder? Natürlich nicht. Dann braucht man sich aber auch nicht wundern, wenn danach alles leer geräumt ist. Teurer Gürtel. Teurer Gürtel? Nö. Und noch ein bisschen Geld. Und das war's. Ich könnte noch mal gucken, wie so unser Level aussieht. 6 von 10. Aber ich könnte auch einfach mal einen Schnitt machen an der Stelle. Deswegen sage ich einfach mal bis im nächsten Part. Und dann sehen wir uns hier wieder. Tschüss.